Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder Andy vom EKW-Blog. Ich denke, die meisten werden es schon irgendwo gelesen haben. Ich habe es hier bei Kaschis Blog entdeckt. Den Link packe ich auch in die Videobeschreibung unten mit rein. Aber die Telekom verschenkt mal wieder 100 GB Datenvolumen im Dezember. Das haben sie meines Wissens auch schon letztes Jahr gemacht, die Aktion, dass dann man da eben 100 GB extra Datenvolumen für den Dezember buchen konnte. Ja, wie funktioniert das? Zwischen dem 1.12. und 7.12. geht ihr einfach in die Mein Magenta App oder unter pass.telekom.de und könnt euch dann sozusagen das extra buchen. Berechtigt sind die meisten Tarife. Hier gibt es eine kleine Auflistung: Magenta Mobil, Kombicards, Kids and Teens, also jede Menge werden da unterstützt, sogar Magenta 1 Unlimited. Den habe ich ja aktuell und da bietet ihr eigentlich schon unlimitiertes Datenvolumen. Also keine Ahnung, warum man dann nochmal 100 GB extra buchen sollte. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, ob das Ganze dann auch für mich dann da möglich ist. Aber schön ist auch, Prepaid-Tarife werden ebenfalls unterstützt. Bei Telekom, da sind sie ja ein bisschen geizig mit dem Datenvolumen bei den Prepaid-Tarifen und da sind natürlich 100 GB gerne gesehen. Einzige Voraussetzung ist jetzt hier, dass man einen Tarif hat, wo man also Datenvolumen inkludiert hat. Also man muss irgendwas gebucht haben. Im Prinzip dann kann man das Ganze nutzen. Wenn man einfach bloß eine Karte rumliegen hat, dann wohl nicht. Ja, prinzipiell ist das natürlich eine schöne Sache. Da sagt man nicht nein, wenn man sowas geschenkt bekommt. Es wirft allerdings auch so ein bisschen einen schalen Blick auf die regulären Tarife der Telekom, die ja mit dem Datenvolumen immer noch sehr, sehr geizig umgehen. Ne? Wir sehen jetzt hier 5 GB 35 €, 10 GB 40, 20 für 50 €, 40 GB 60 € und dann haut die Telekom einfach mal für alle 100 GB extra raus. Das zeigt so ein bisschen, dass ja, die Argumente, die ja früher immer für die hohen Preise sozusagen ein bisschen standen, so nach dem Motto, Datenvolumen kostet Geld, gerade wenn es mobil ist und dann wollen wir nicht, dass die Netze verstopfen, dass die eigentlich so nicht mehr wirklich gelten können. Weil wenn man allen mal eben 100 Gigabyte geben kann und die dann wirklich das alle dann ja im Prinzip das Ganze auch benutzen können, das zeigt so ein bisschen, dass das Netz einfach die entsprechende Kapazität hat und von den Kosten her ebenfalls das Ganze die Telekom auch nicht zu viel Geld kosten sollte. Und ja, im Prinzip zeigt das so ein bisschen, dass diese Tarife einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Die sind ja eigentlich erst dieses Jahr modernisiert worden und da hat man sich eigentlich ein bisschen mehr erhofft von der Telekom. Ja, 20 GB, 50 €. Ja, da müsste einfach jetzt ein größerer Wert stehen und man die ganze Aktion zeigt ja auch, dass das Ganze im Prinzip kein Problem wäre für das Netz. Aber meckern wir erstmal nicht weiter rum. Schön, dass es diese Aktion gibt. Und wenn man Telekom-Kunde ist, dann kann man das auf jeden Fall, denke ich, mitnehmen, die 100 GB extra. Also, in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.